ist die Blockchain-Hauptstadt Europas. Sie steht für Technologievorsprung, internationale Strahlkraft, Diversität und Vernetzung. Dies sind Gründe, warum die internationale Blockchain-Community sich bisher Berlin ausgesucht hat. Das Ökosystem wächst und so auch die Community, die wiederum Talente aus der ganzen Welt nach Berlin zieht. Mittlerweile sind dies über 160 Akteurinnen, Berlinerinnen sowie Neuberlinerinnen, von Startups zu Wirtschaft und Wissenschaft, Investorinnen sowie Acceleratoren und Netzwerke. Ja, Berlin ist tolerant, vibrierend, lebendig. Berlin ist vernetzt, divers. Zieht einfach Menschen an, die so Community ticken. Berlin ist tatsächlich einer der Tech-Spots in Europa. Wir haben hier eine sehr, sehr aktive Community, die sehr innovativ denkt. Von Infrastruktur zu IoT, zu Finance Use Cases, zu NFTs, zu Identität. Also die Diversität an Use Cases ist sehr, sehr groß. Also wir sehen Bearchain als eine Non-Profit-Organisation, die eine zentrale Rolle im Berliner Blockchain-Ökosystem spielt, nämlich die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure, seien das Investoren, Public Administration, Startups, Akademie. Was Berlin besonders gemacht hat, ist, dass es eben viele Räume einfach gegeben hat bzw. zur Verfügung stellen konnte, an denen sich Leute begegnen konnten, sich aktiv austauschen konnten. Eine weitere Besonderheit von Berlin ist, dass sich hier 2017 der Blockchain-Bundesverband gegründet hat und dessen Aufgabe war es einfach, den Diskurs mit der Politik praktisch zu starten, und das hat der Technologie geholfen, aber eben auch Berlin und Deutschland als Gesamten, als Player auf dem globalen Blockchain-Sektor, sehr sichtbar zu sein. Wir haben von dem, was wir über die Technologie und die Einsatzmöglichkeiten wissen, vielleicht, wenn wir optimistisch sind, 5% ausgeleuchtet. Das ist aber immer noch 95%, wo wir so in so einer im Grauen irgendwie tappern und uns den Weg suchen. Und dieser Weg, der gesucht werden will, der braucht Forschung. Und das können die Einrichtungen, die hier in der Stadt sind, sehr wohl leisten. Und das tun sie auch. Und deswegen Forschung ist wichtig in der Kombination, wie kann es sinnvoll genutzt und angewendet werden. Dieser Austausch mit Blockchain-Startups oder Blockchain-Unternehmen ist für uns essentiell. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir unsere Anforderungen, die wir von der Industrie sehen oder von unseren Kunden, tatsächlich in diese Blockchain-Welt reinfließen lassen. Wir bei uns beschäftigen uns mit der Blockchain-Technologie im Kontext von Identitätsmanagement. Wir haben dort ein Projekt, das nennt sich ID Union, und da geht es um die sogenannten selbstbestimmten Identitäten. Nutzer sollen im zukünftigen Internet wieder selber über ihre Daten entscheiden können. Wir wollen so ein bisschen weg von den zentralen Systemen, wie wir sie von Online-Social-Networks und anderen großen Playern kennen, und wollen halt mit der Blockchain hier einen kompletten dezentralen und souveränen Ansatz für die Nutzer auswählen. Wissenschaftliches Arbeiten bei uns ist immer projektbezogen. Aus diesem Grund vernetzen wir uns in unseren Forschungsprojekten eng mit der Berliner Szene, mit Firmen beispielsweise wie YOLOCOM oder Stax, aber auch anderen. Das Wachstum von Blockchain zeigt sich in zunehmend vielfältigen Anwendungsgebieten. Vom Finanzsektor kommend werden Use Cases für Lieferketten, Bildung, Verwaltung sowie verschiedene Sektoren wie dem Energiesektor exploriert. Digitale Währungen, Smart Contracts und selbstbestimmte Identitäten sind dabei wesentliche Bausteine. Aber wie kam es seit der Entstehung der Blockchain-Technologie 2008 zu einem solchen Hype? Richtig verstärkt hat sich die Entwicklung eigentlich erst mit dem Aufkommen von Ethereum im Jahre 2015. Also als es eine Plattform gab, die nicht mehr nur den Bereich der Kryptowährung adressiert hat, sondern die Blockchain-Anwendungen generell für eine breite Palette von Anwendungen geöffnet hat. Also es gibt viele Leute hier, die an diese Vision der Dezentralität glauben und deswegen im Blockchain-Bereich sind. Gerade aufgrund der lebendigen Startup-Szene in Berlin ist das Angebot von Meetups, Events und Konferenzen divers und vielfältig.
Technologievorsprung zu nutzen und Vorreiter zu sein, dieser Gedanke lebt in Berlin. So zeigt auch die Anwendung von Blockchain in der Verwaltung, dass Berlin von Grund auf Innovationen fördert. Das starke Ökosystem unserer Hauptstadt, das wichtige Synergien zwischen Entscheidungsträgerinnen, Investorinnen, Startups und KMUs schafft, bildet den idealen Rahmen für diese Community, sich zu entfalten. Vereine und Initiativen wie Birdchain Berlin, ID Union oder der Blockchain-Bundesverband stärken die Branche, indem sie den Austausch der Akteure noch weiter unterstützen. Professionell, innovativ und technologiegetrieben, der Blockchain-Standort Berlin vereint aufstrebende und vielversprechende Unternehmen an einem Ort und schafft so die Basis für die Blockchain-Lösungen der Zukunft. Meine Vision ist, dass die Unternehmen anfangen, die Blockchains für Maschinen-Use-Cases einzusetzen, dass tatsächlich das Thema Blockchain den Anschluss in der Industrie finden wird. Es ist nicht mehr so verkehrt, sich vorzustellen, dass unsere Kinder sich vielleicht in 10, 20 Jahren in einem Metaverse kennenlernen werden und miteinander NFTs austauschen, um zu exklusiven digitalen Veranstaltungen zu gehen oder digitale Objekte auszutauschen. Und das erscheint uns jetzt noch sehr schwierig sich vorzustellen, kann aber gut möglich sein, dass wir in diese Richtung gehen werden. Das Cluster EKT Medien- und Kreativwirtschaft und Berlin Partner fördern, begleiten und vernetzen. Wir sind gerne Ihr Ansprechpartner für Blockchain und treiben gemeinsam spannende Innovationsprojekte in Berlin voran.